Aber bis zur Fußball-WM ist ja noch jede Menge Zeit. Jetzt ist erstmal Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen angesagt. Da bekommt man doch richtig Lust auf ein Winterwochenende, auch wenn der Schnee im Flachland so gut wie weg ist. In den Bergen sind die Bedingungen immer noch optimal. Zum Skifahren, Schneeschuh, Wandern oder Rodeln. Mein Kollege Moritz Lang hat die Bretter aufs Dach geschnallt und verschiedene Skigebiete für uns mal getestet. Erste Station, Spitzingsee und Wallberg. Guter Schnee, bestes Wetter und dazu Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Am Wochenende kann es hier mal ordentlich voll werden. Klar, das ist einer der Hausberge der Münchner, aber gerade unter der Woche kann man das hier super genießen. Und genau das mache ich jetzt natürlich nochmal. Seit diesem Jahr sind zwei Abfahrten am Spitzingsee noch leichter zu erreichen. Der alte Tellerlift hoch zum Rosskopf wurde durch einen modernen Sessellift ersetzt. Die neue Sesselbahn bringt einen bis ganz oben an den schönsten Punkt am Spitzingseegebiet, oder? Ja, zum Gipfelkreuz ist zwar noch 5 Höhenmeter zu Fuß, aber das rentiert sich, wenn man dann heraufgeht. Einfach oben haben wir einen schönen Ausblick in die österreichischen Berge, zum Wallberg, runter auf Schliersee. Und man kann auch ein bisschen verweilen, Brotzeit machen herum und dann die Abfahrt machen. Hier oben die Sonne genießen, ein Traum. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder ab auf die Ski. Für die jungen Leute ist am Spitzingsee auch was geboten. Wuhu! Es gibt einen Funpark für echte Cracks. Wem das Skifahren nicht so liegt, der geht eben zum Rodeln, zum Beispiel an den Wallberg. Knapp 20 Minuten dauert die Abfahrt. Ja, ich dachte langsam. Wo ist der Helm? Ja, eigentlich doof. Gell? Da ist man beim Skifahren und zieht den Helm auf und später dann beim Rodeln setzt man ab, weil man denkt, ja mei, das geht schon. Aber ich gebe Obacht, an den Geraden lasse ich es laufen. Ja, ausnahmsweise. Gut, sauber. Vielen Dank. Gell? Viel Spaß. Servus. Gell? Und sitzen bleiben. Ja, gut. Hoffentlich. Ich pass auf. Beim Rodeln bekommt man gut und gerne 50 bis 60 Sachen drauf. In Zukunft also nur noch mit Helm. Eine mobile Beschneiungsanlage sorgt übrigens für den richtigen Schnee. Nächster Tipp, der Ochsenkopf in Oberfranken. Es gibt zwar nur zwei Pisten, aber die sind optimal, vor allem für Familien. Die Kleinen, die können hier Skifahren lernen und die Großen, ja, die haben hier schon auch ihren Spaß. Die meisten Franken lernen hier das Skifahren. Aber die Erlebnisregion Ochsenkopf hat noch mehr zu bieten. Eine Schneeschuhwanderung durchs verschneite Oberfranken ist eine echte Alternative zum Skifahren. Man ist draußen und kann die Landschaft genießen. Beim Eisstockschießen kann jeder mitmachen. Einzige Voraussetzung, man sollte keine Rückenprobleme haben. Ich kann das ja mal demonstrieren. Man stellt sich mit einem Fuß hier quer drauf, schwingt den Arm 3-4 Mal und schießt den Stock ab. So in etwa. Könnte ein bisschen weiter gehen, aber es passt schon. Der dürfte noch im Feld sein. Nicht ganz einfach, aber Hauptsache Spaß macht's. Und mit der Zeit bekommt man den Dreh schon raus. Unser letzter Tipp, das Nebelhorn. Am Gipfel hat man eine atemberaubende Aussicht. Na klar, das Nebelhorn ist schließlich das höchste Skigebiet im Allgäu. Von 2224 Metern geht's los. Höchstes Skigebiet heißt längste Talabfahrt in Deutschland, beschneit. Bis in den Ort runter nach Oberstdorf, 7,5 Kilometer. Zusätzlich haben wir noch mit dem Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal 124 Pistenkilometer. Also die 7,5 Kilometer, die reizen mich. Wollen wir es angehen? Klar. Na dann packen wir es. An der Mittelstation gibt es den sogenannten NTC-Park. Hier können sich alle austoben, die nicht Skifahren können und trotzdem mal Lust auf Wintersport haben.
Snowtubing, Bockerlfahren oder Snowbiken hört sich alles gefährlicher an, als es in Wirklichkeit ist. Ja, bei dem Ding, dem Snowbike, da brauchen wir natürlich eine Bremse, weil wir sind auf der normalen Piste unterwegs hier, oder? Und ganz einfach, hacken in Schnee, dann haben wir eine Bremse. Aber was viel wichtiger ist, ist natürlich das Kurvenfahren. Das machen wir wie auf dem Ski, Carving-Ski drunter, seitlich kippen, Fuß auf den Raster zum Druck halten und dann kann man sportlich fahren. Ja, dann probieren wir es aus. Würde ich sagen, oder? Los geht's. Nach einem anstrengenden Tag im Schnee kann man die Nacht in einem ganz besonderen Hotel verbringen. Abenteurer können am Nebelhorn in Iglus übernachten. Ja, die Leute wollen halt immer wieder was Neues erleben. Und dann kommt man halt auf so eine Idee, so eine Iglu-Lodge zu bauen. Einfach im Winter halt im Iglu zu übernachten. Und ja, es funktioniert, die Leute kommen. Und wie werden die gebaut? Wird da einfach Stein auf Stein gesetzt? Nee, das funktioniert bei der Größe nicht mehr. Man kann sich das vorstellen wie ein großer Luftballon, der da drunter steht. Dann wird er mit einer Schneefräse zugefräst. Hinterher wird die Luft wieder rausgelassen. Luftballon rausgezogen, Iglu fast fertig. In den Iglus hat es übrigens so um die minus 3 Grad. Mit Expeditionsschlafsack und Wärmflasche eigentlich kein Problem. Wenn's doch zu kalt wird, dann muss man sich im Iglu einfach enger aneinander kuscheln.